Hey, liebe Freunde, willkommen zurück, denn heute spiele ich Mario Kart Wii. Na komm, lad. Grand Prix 100. Wir sind nämlich beinahe durch. Es fehlen uns nur noch zwei Cups und ich wollte, bin nämlich, also ich habe ja, ich nehme Rosalina, die habe ich erst vor kurzem freigespielt. Ich mag Rosalina. Das hatten wir, das weiß ich nicht, ob wir das Bowser Bike schon genommen hatten. Aber das haben wir gerade erst freigespielt. Und ich würde sagen, weil das besser zu ihr passt als so ein Bowser Bike, nehme ich auch das hier. Okay, obwohl ich finde eigentlich die fetten Autos passen überhaupt nicht zu ihr. Wieso hat die. Das ist irgendwie sowieso etwas, was ich mich frage, was sich viele Leute bestimmt fragen. Wieso wurde Rosalina in die Stufe schwer eingeteilt? Ich meine, sie ist ja nicht so, dass sie jetzt fett ist oder so. Guck mal, die ist schlank und kann auch gar nicht so viel bewegen, dass sie überhaupt auf schwer eingeteilt wird. Oder ist es der Stern, der die ganze Zeit um sie rumfliegt? Der Stern könnte es ja sein, der die ganze Zeit, obwohl der Stern, der fliegt ja auch. Dann macht er eigentlich sinnvoll, ist nämlich überhaupt nichts davon. Aber was soll's. Müssen wir uns damit abfinden. Und das ist eigentlich das erste Spiel, wo sie eigentlich ein bisschen lebhafter ist. In Mario Galaxy finde ich. Oh, was mache ich denn da gerade wieder mal? Mario Galaxy finde ich hier schon ein bisschen langweilig vom Verhalten her, sage ich jetzt mal. Und Mario wird erwischt. Baby Mario auch? Nein, Baby Mario hat Glück. Ah ja, ich bin irgendwie eifersüchtig auf den Boomer. Okay, los. Jetzt müssen wir Baby Daisy abhalten. Die habe ich, glaube ich, auch noch gar nicht genommen. Die könnte ich auch mal nehmen. So, und hier, und, okay. Keiner mehr da. Habe ich gewonnen? Weg damit. Ich finde auch. Oh, wow, der steht perfekt. Boah, der stand ja mal richtig perfekt für die Abkürzung. Kaum zu glauben. Alter, wir hätten den da so perfekt da liegen lassen. Schön. So eine Gelegenheit bekommt man auch nicht alle Tage. Also, dass ich so die Abkürzung nehmen konnte, freut mich. Obwohl ich auch gerade so fehlerfrei fahre und selbst die Abkürzung gerade nehmen konnte, ist eigentlich immer noch Baby Daisy ziemlich nah dran. Die macht mir irgendwie gerade ein bisschen. Nein, nicht Angst, aber die drückt schon ein bisschen drauf und. Boah, die fährt wirklich schnell. Oh nein! Scheiße. Und der Luma hat mitgequält. Der ist auch gequält. Der wird ja mit erwischt. Oh! Oh, das war knapp. Jetzt einfach nur schnell weiter. Weiter, weiter, weiter. Und keiner ist in diese Falle rein. Sollen das? Alles klar. Das war ein Sieg. Was hat die überhaupt für eine Stimme? Dieses Schall, Echo. Och Gott, es würde mir Angst machen. Wenn ich mit ihr rumhängen würde. Boah, ich könnte das gar nicht ab. Wie die. Nein, die dürfte gar nicht sprechen. Die Geräusche, die. Ach Gott, ich würde einfach nur eingeschüchtert sein von diesem Echo, das aus allen Seiten hier kommt. Draußen regnet es. Ja, wieso sage ich euch das? Ich sag's euch einfach. Ich gucke aufs Fenster und sehe es. Jetzt die letzten Tage war es ja doch eher schon warm. Also zumindest verglichen von da, wo ich aufgenommen habe. Jetzt wird es wieder kühler, die letzten 2 Tage. Und es regnet wieder. Ja. Ich bin sowieso ein Typ, der die Kälte ein bisschen mehr mag als die Hitze. Also ich mag es nicht, wenn es so heiß ist. Ich mag es eher, auch wenn es eiskalt ist. Gut, ich mag die Eiskälte auch nicht. Mich kann man eigentlich nie zufriedenstellen, aber wenn ich mich entscheiden könnte, würde ich immer noch mich für die Kälte entscheiden als für die Hitze. Weil, ach, ich mag es einfach, mich in der Decke einzukuscheln, schön. Im Sommer kann ich das gar nicht. Dann hat man ja, ach, dann ist es wieder knaller heiß und man pennt ohne Decke, mit einer dünnen Decke nur. Und solche dünnen Decken mag ich auch gar nicht. So viel zum Thema Mario Kart Wii. Ne? Okay. Ja, aber irgendwas muss ich ja hier mal reden, ne? Entschuldige mal. Wenn ja gerade keine Gegner sind, die ja gerade das Spiel ein bisschen actionreicher machen, muss ich halt über Kälte und Wärme und Wetter reden. Es regnet sogar ziemlich stark. Ja. Und ich habe Hunger. Ja. Ich muss. Sorry, ich muss irgendwas erzählen. Ich habe Hunger. Ich habe nämlich wirklich Hunger. Oh. Ich habe auch heute gar nichts gegessen. Wir haben jetzt gerade mal 14:15. Und ich habe noch gar nichts gegessen heute. Ich bin irgendwie auch nicht so der Frühstücker. Oh, was könnte ich mir denn reinhauen? Fastfood, ja, ich hätte jetzt echt gerne einen Burger, hätte ich schon gestern.
Pizza hatte ich auch schon die Woche. Ja, ich esse sehr viel an Fastfood. Aber ich bleib dabei immerhin noch in Form. Ich bin noch nicht mal sportlich aktiv, aber so richtig. Also höchstens mal Hobby, freizeitlich, aber richtigen Sport mache ich überhaupt nicht. Dafür bin ich immer noch ziemlich, naja, gut geformt. Ich will jetzt nichts gegen dickere Leute sagen. Ich habe da überhaupt nichts gegen, aber... Alter, nein! Scheiße, ich wollte mir gerade schön die Pilze da holen. Wo war ich jetzt gerade? Leute, ich habe auf jeden Fall immer noch Hunger. Ich hätte jetzt echt gerne so... ich glaube, ein Gyros-Teller. Oder ein Döner-Teller. Auf jeden Fall so ein Fleisch. Wäre schon geil. Mit Pommes. Oh Gott, jetzt habe ich echt Lust darauf. Also was gibt's jetzt eh wieder nicht. Meine Mutter kocht jetzt gleich wieder irgendwas. Nicht, dass ich was gegen ihr Essen habe. Ihr Essen schmeckt, aber... Ach, jetzt hätte ich irgendwie mehr Lust auf so einen Döner-Teller. Ja, einen Döner-Teller. Einen schönen Döner-Teller. Eigentlich könnte ich auch mal runter zum Türken gehen. Der könnte mir sowas machen. Das heißt ja runter. Das ist schon ein paar... Zu Fuß schon 2-3 Minuten schon von hier entfernt bei mir. Alter, es regnet gerade richtig stark. Boah, so einen starken Regen habe ich schon lange nicht mehr erwischt. So einen starken Regen habe ich schon lange nicht mehr erwischt. Das muss ich filmen. Das ist wirklich ein richtig fetter Regen. Ich meine... hier. Schon krass. Ich meine, wie es da gerade abgeht... Naja, schon komisch. Und ich hatte gerade einen Camcorder in der Hand, um Regen zu filmen. Oh Gott, was mache ich denn da? Eine Sekunde. Ich muss das Ding wieder ausschalten. So und so. Ich bin heute neben der Spur, auf jeden Fall. Ich filme gerade mit dem Camcorder den Regen. Und überlege, ob ich das ins Video reinschneide. Nee, das lasse ich mal lieber, oder? Oder doch? Ihr werdet es sehen. Wobei ich schon ein bisschen... Ich finde das ein bisschen zu Sinn... Ist ein bisschen zu sinnlos und zu dumm, irgendwie es zu tun. Regen. Mensch, es geht ja um Mario Kart und nicht um Regen, verdammt. Ich rede die ganze Zeit über Regen und Döner und Hunger und... Boah, wie die ihre Beine strecken kann. Gott, ey. Da geht mir schon fast einer ab, doch. Habe ich das jetzt echt laut gesagt? Nein, aber ist Rosalina... Kann das denn, dass Rosalina schon echt gemacht wurde? Charakterisiert wurde, um heiß zu sein? Man weiß es nicht. Ich meine, an alle heterosexuellen Freunde unter euch, okay, nicht, dass ich mich jetzt nicht dazu geselle, ich stehe auch auf Frauen, ja. Ich habe mich jetzt ein bisschen komisch dabei ausgedrückt, ja. Ja, ich mein's ernst, ich stehe auf Frauen. oh Gott, was laber ich für eine Scheiße die ganze Zeit. Also nicht, dass ich eine Scheiße laber, dass das nicht wahr ist, klar stimmt das, aber, ach Gott, ey, jetzt versuche ich mich die ganze Zeit zu rechtfertigen. Nein, ich habe nichts gegen Schwule, aber ich finde, das ist, allein schon ihren hautengen Klamotten da und, wie weit ihre Beine streckt und, Ich glaube, ich nehme in Zukunft keine Frauen mehr. Ich laber nur Scheiße, wenn ich mit einer Frau spiele. Ich glaube, ich bin da einfach, ich glaube, als nächstes nehme ich hier so einen dicken Klempner. Das wär's, ach Gott, ist mir, Moment, ey. Was soll das? Hallo? Stürzt mir doch eiskalt das Spiel hier ab. Und ich höre mich selber. Mit Echo. Bitte wartet einen Moment. Alter, das... Ich frage mich, ob das so ein Video sein wird. Alles klar, da bin ich wieder. Das war ganz schön komisch. Ja, mir ist einfach der Bildschirm dabei ausgegangen und ich weiß nicht, ob man es jetzt so im Video hören konnte, die ganze Zeit Echo. Das Sound war weg. Also ich habe auch nichts, ich habe auch seit USB, ich habe ja auch hier den Grabber auch gar nicht angepackt. Also ich könnte ja verstehen, wenn ich aus Versehen da rankommen wäre, dass er einen Wackelkontakt hat oder sowas und aber nö, nix, komm einfach jetzt. Schon komisch. Alter, ich finde, ich könnte diesen Part einfach offiziell zum, wie nenne ich das? Zum Scheiß-Part von Mario Kart Wii nennen. Jedes Let's Play braucht einfach mal einen schlechten Part. Und das ist jetzt meiner. Jetzt ist mir so passiert, ich rede die ganze Zeit nur so ein Mist daher.
keine Ahnung. Ich würde lieber wieder zurück von Frauen und ich bin wirklich nicht schwul, nicht dass ihr das denkt, zum Thema Essen zurückkommen. Ja, ich rede lieber über das Essen als über meine Sexualität. Ich habe mich aber auch scheiße ausgedrückt, dass man das echt vermuten könnte. Und ich will jetzt auch gar nicht wirklich schwulenfeindlich daherkommen. Ich habe echt nichts gegen solche Leute. Ich gesell mich nur einfach selber nicht dazu und wollte das jetzt einfach nicht so blöd ausdrücken. So, war es die letzte Strecke oder kommt noch eine? Eine kommt noch. Eine kommt noch. Gut, dann würde ich sagen, ab jetzt rede ich wieder über anständige Themen. Ach, ich bin so... an manchen Tagen sollte man mich echt nicht ans Mikro ranlassen. Definitiv. Okay, also, das ist Mario Kart Wii und das ist Bowsers Strecke. Und die Strecke ist schon ziemlich cool, weil ich finde, sie ist schön gestaltet, auf jeden Fall. Ich finde, sie schöner gestaltet, selbst als die, die andere Bowsers Schloss von Mario Kart Wii Version. Also, ich finde, ich finde, die hat auch so eine komische, mysteriöse Atmosphäre, allein schon wegen der Musik her. Und ich mache das richtig gut mit über Mario Kart reden, oder? Ja. Die Thumbs, die sind nur ein bisschen gemein, ja. Aber oh, ich mag die Atmosphäre. Und dann geht's hier in den Garten, oder was das da auch mal darstellen soll. Und über den Garten. Und da sind eigentlich schon ein paar Büsche gepflanzt, also ein bisschen einseitiger Garten. Und hier geht's direkt wieder zur Lava-Brücke. Und da kommt richtig Lava rausgespritzt und boah. Dann eine endlos große Brücke hier nicht. Nennt man da Tringel rum hier hin und her. Ich mag die Strecke auf jeden Fall. Also allein schon wirklich, wie ich schon gesagt habe, wow. Schön und aufwendig gestaltet und designt. Und ich glaube, selbst bei Mario Kart 64 sah die schon außergewöhnlich gut aus im Vergleich zu anderen Strecken, finde ich jetzt. Klar, ist das nicht so gut wie hier jetzt, aber gut. N64-Verhältnisse, das Spiel ist 1997 rausgekommen oder so. Da kann man eigentlich auch nicht viel erwarten. Ich meine, das ist jetzt 11 Jahre später. Ich war gerade überlegen, welches Jahr Mario Kart Wii rausgekommen ist. So, das ist jetzt auf jeden Fall schon 11 Jahre danach rausgekommen. Und in der Zeit hatte ich natürlich schon ein bisschen bessere Methoden, so zu machen. Wobei eigentlich 2008 eigentlich schon Sony und Microsoft eigentlich schon immer noch besser waren von der Grafik her. Ja, tut mir leid. Wann kam die PS3 raus? Ich weiß es gar nicht mehr. Kam die nicht 2007? Oder 2008? Ich hab's vergessen. Die 360, die ist auf jeden Fall schon lange raus. Ich glaube, seit wann ist die 360 raus? Ist die schon länger als die Wii? Ne, ich weiß es gar nicht. Ich hab's vergessen. Egal, ich besitze die Konsolen eh alle gar nicht. Außer die Wii, natürlich. Mit der spiele ich hier gerade. Ja, ja, so geht's einem als Nintendo-Fan. Wobei ich überlege, mir schon echt mal eine neue Konsole zuzulegen. Ich überlege gerade, Wobei, das kostet natürlich auch sehr viel Geld. Und ich komme schon wieder vom Thema ab, was ich nicht wollte. Aber egal, jetzt bin ich ja einmal drin. Wenn, dann würde ich mir, glaube ich, eine Xbox holen. Einfach, weil die nicht so Mainstream ist wie PS3. Habe ich zumindest das Gefühl so. Gut, für Xbox Live müsste ich dann Geld zahlen, aber... Boah. Xbox hat aber auch die... Naja, die haben eigentlich ziemlich oft die gleichen Spiele. Xbox und PS3. Halo ist jetzt wieder so ein Microsoft-Only-Game. Oh, fuck. Ja, das ist es, aber ich mag das Xbox Live-Ding sowieso mehr als PS3 Store und so. Und, ja. Was gibt's noch großartig zu sagen? Auf jeden Fall ein Spiel, was mich sehr für Xbox Live interessiert, weil ich nie zu spielen bekommen habe, war South Park Let's Go Tower Defense. Gibt's exklusiv nur für Xbox Live. Mann, ich würde es mir echt runterladen für jedes mögliche Zeug hier, wenn es das nur für Xbox gibt. Und das ist natürlich ein absoluter Kaufgrund für eine Xbox 360, nur weil es dieses eine kleine Download-Spiel nur dafür gibt. Hey, wow, sie steht auf. Was soll das? Ja, das hat sie davon. Man sollte niemals aus dem Bike aufstehen. Ja, okay, ich entschuldige mich schon mal für diesen Part, weil ich sehr viel Scheiße gelabert habe. Ja, ich kann ja aber ehrlich bleiben. Ich habe sehr viel Scheiße nur erzählt. Hauptsache, um das hier einfach rumzukriegen. Ist nicht so, boah, 3 Sterne. Ist ja nicht so, dass ich keine Lust hätte oder so zu zocken. Nur irgendwie
Bowser Jr. Nur irgendwie gehen mir einfach die Gesprächsthemen aus. Also es kann man nicht so viel über Mario Kart reden, sagen wir so. Wow, da haben wir echt eine Menge freigespielt wieder. Freue ich mich schon, dazu zocken. Ja, bis zum nächsten Part dann, ne? Ciao.